Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück hier in unserem Nachbau von der Jurassic World Main Street. Das Video, wo wir diese gebaut haben, ist richtig gut bei euch angekommen. Ihr habt sage und schreibe über 1500 Likes dagelassen. Vielen, vielen lieben Dank dafür schon mal. Und weil ihr so fleißig geliked habt, machen wir natürlich unser Jurassic World Bauprojekt weiter. Und heute habe ich eine Besonderheit für euch vorbereitet. Aber was das ist, verrate ich euch jetzt noch nicht. Das seht ihr gleich im Verlauf des Videos. Und dafür fangen wir heute mit der Planungsphase an. Ich habe mir die Filmszenen, die heute für uns relevant sind, nochmal angeschaut und ein paar Screenshots gemacht, damit wir das möglichst detailliert nachbauen können. Und das erste, worauf wir eingehen, ist dieses Gebäude oben auf dem Berg. Das habe ich ja schon gebaut. Da habe ich mich, glaube ich, für das Sicherheitszentrum entschieden. Aber viele von euch haben geschrieben, dass das ACU-Zentrum besser passen würde. Und ich muss euch recht geben, allein schon, weil hier oben ist ein Helikopterlandeplatz. Und da ist ein ACU-Zentrum auf jeden Fall viel, viel besser geeignet. Dann seht ihr hier auch nochmal, da oben ist einfach nur ein Helikopterlandeplatz. Und dann so ein ganz bisschen Gebäude nebenan. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Schutzbunker oder sowas. Viel mehr ist das gar nicht. Und das Ganze setzen wir natürlich direkt in die Tat um. Da oben ist das Gebäude, was wir verändern werden. Da steht jetzt aktuell noch das Sicherheitszentrum. Ja, und das sieht nicht mal ansatzweise so aus, wie das im Film. Deshalb kommt das weg. Und dorthin kommt, wie ihr vorgeschlagen habt, das ACU-Zentrum. Da haben wir es. Hat natürlich auch auf der linken Seite diesen passenden Helikopterlandeplatz mit dem großen H. Und rechts, ja, das Gebäude. Das Einzige, was auch noch in Frage gekommen wäre, wegen Helikopterlandeplatz, wäre hier das Expeditionszentrum. Aber das sieht nicht so passend aus. Da haben wir auch nicht dieses schöne H und nicht diesen erhöhten Helikopterlandeplatz. Deswegen habt ihr natürlich vollkommen recht. Mit dem ACU-Zentrum sind wir da wirklich am nächsten am Film dran. Wäre natürlich ideal, wenn wir alle Gebäude original aus dem Film hätten. Das wäre richtig cool. Vielleicht wird das dann irgendwann der Fall sein, mit Mods oder sowas. Das wäre nicht schlecht. Viel hat sich am Berg jetzt hier auch gar nicht geändert, das ist eigentlich ziemlich nice. Wir warten jetzt mal ganz kurz ab, bis das Ganze fertig ist. Et voilà, da steht das Gebäude. Sogar mit Helikopter da oben, das ist ziemlich cool. Das sieht doch cool aus. Das macht auf jeden Fall schon einen Unterschied. Das ist auch größer, das passt dann besser. Ich bin gerade am überlegen, ob wir hier noch was hinmachen oder eher nicht. Weil im Film war es ja so, dass auf der linken Seite gar nichts war. Deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen doof, wenn wir hier was hinmachen. Aber ich glaube, hier oben wäre ganz cool. Hier stand ja diese Bunkertür, dieser Bunkereingang. Vielleicht kriegen wir da irgendwie was Ähnliches hin oben. Das sieht doch schon nicht schlecht aus. Oh, da bin ich schon zufrieden mit. Jetzt mal die anderen Slots an. Wo sind die denn? Ach, alle hier hinter. Nee, ich glaube, die lasse ich wirklich leer. Dass es einfach nur so aussieht. Dann kommt es, glaube ich, am nächsten an den Film ran. So sieht das Ganze im Film aus. Ich finde, das passt jetzt viel besser mit dem neuen ACU-Zentrum. Allein schon von den Größenverhältnissen ist es besser. Und ist natürlich doppelt cool, dass wir jetzt auch einen richtigen Landeplatz da haben. So wie es auch im Original der Fall ist. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt darauf ein, was heute so ansteht. Denn wir gehen heute hier nach links. Das heißt, wir gehen zum Mosasaurus-Showbecken. Das werden wir heute bauen. Meiner Meinung nach ein absolutes Highlight von der Jurassic World. Wahrscheinlich für die meisten von euch. Aber was davor noch kommt, ist diese kleine Klippenwand. Die müssen wir noch darstellen. Und so ein bisschen Begrünung. Und im Hintergrund sieht man hier relativ viele Palmen. Zumindest hier vorne in dem Bereich von dem Mosasaurus-Showbecken. Das heißt, hier werden wir uns auch ein bisschen austoben. Aber jetzt gehen wir mal einen Screenshot weiter. Nämlich direkt zum Mosasaurus-Showbecken. Und das sieht echt mega nice aus. Besonders schön sind natürlich hier diese offenen Viewing Galleries. Die gibt es ja leider so in Jurassic World Evolution nicht. Aber ich werde mir da was einfallen lassen, beziehungsweise ich habe mir da was einfallen lassen. Verrate ich aber noch nicht, werdet ihr dann gleich in-game sehen. Hier seht ihr nochmal die Felswand so ein bisschen. Und ja, sind 5 Stück, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Stehen immer mit so einem bisschen Abstand, so einem Winkel hier. Und ja, viel mehr braucht man da, glaube ich, gar nicht beachten. Hier ist dann noch dieser Mast. Den sieht man hier, glaube ich, noch ganz gut. Mit dieser Leine, wo dann der Hai rübergespannt wird. Das können wir, glaube ich, dann ganz gut mit den Strommästen nachbauen.
Und hier sind dann wieder Klippen auf der Seite und wieder relativ viele Palmen. Oh, hier im Hintergrund sieht man sogar nochmal, wie das Gebäude meine ich. Da sieht man nochmal dieses Restaurant, glaube ich. Sieht zumindest vom Dach her so aus. Und hier seht ihr auch nochmal einen wunderschönen Screenshot, wo sich der Moser gerade einen weißen Hai einverleibt. Ja, die wunderschönen Viewing Galleries sieht man hier nochmal ganz gut. Wichtig für uns ist nochmal, dass hier außenrum so ein Zaun einmal komplett entlang geht. Und hier vorne in der Mitte ist auch nochmal ein Steg, wo dann diese Sprecherin drauf ist. Den werden wir wahrscheinlich nicht nachbauen können. Also den Zaun schon, aber den Steg nicht. Gehe ich von aus. Dann haben wir hier noch diesen Mast. Den kriegen wir, glaube ich, einigermaßen vernünftig hin. Und wir kriegen sogar dieses Seil hin. Das sollten wir auch hinbekommen. Allerdings der weiße Hai natürlich nicht. Und dann ist für uns noch wichtig, dass dann hier wieder der Zaun hinten weitergeht. Und an dieser Stelle geht es jetzt weiter mit einem Realtime-Part. Der Moser wird mal ganz kurz zwischengelagert, damit er uns nicht wegstirbt, weil er hat noch kein Futter und Trinken hier im Gehege. Und wir kommen natürlich jetzt direkt zu einem sehr interessanten Teil, nämlich hier dem Mosasaurus Showbecken. Das beginnt nämlich hier vorne schon in der Bucht. Und ihr seid sicherlich sehr gespannt, was die Überraschung für heute ist. Und ich will euch auch nicht länger auf die Folter spannen, denn ich habe wieder ein wenig Zeit investiert und gemoddet und habe versucht, die Beobachtungsgalerie so gut wie es geht umzuwandeln, dass sie so aussieht wie die von dem Mosasaurus. Das hier ist das Ergebnis. Kann es leider gerade nicht platzieren. Aber ich würde sagen, ich glätte hier mal ganz kurz und dann zeige ich euch das mal. Ich habe dabei übrigens gar nicht bedacht, dass ich ja viel, viel mehr Fläche anheben muss, wenn ich Gebäude platzieren will. Das heißt, das, was ich hier vorne gemacht habe, wird wahrscheinlich eh nochmal zerstört. Aber macht nichts. Ich zeige euch jetzt erstmal meine Beobachtungsgalerie, wie die aussieht. So sieht das Ganze aus. Ich weiß, die ist nicht perfekt. Die Texturen sind teilweise auch noch ein bisschen unscharf und sowas. Aber dafür, dass das meine erste Gebäudemod ist und ich mich mit dieser ganzen Sache noch nicht so krass auskenne, finde ich, ist sie schon ganz gut gelungen. Und sieht auf jeden Fall mehr aus nach Mosasaurus Beobachtungsgalerie als die andere Galerie. Ich kann jetzt mal eben ein Vergleichsfoto für euch einblenden, den kleinen oben rechts. Da seht ihr, das kommt schon. So ein bisschen in die Richtung geht es auf jeden Fall. Ich finde, es ist nicht so schlecht. So noch ein bisschen zu hell und so. Und die ein oder andere Feinheit fehlte auch noch. Aber das kann ich ja auch noch im Nachhinein dann machen. Das hier ist übrigens die Rückseite. Da habe ich mir jetzt auch nicht so viel Mühe gegeben. Habe ich eigentlich relativ gleich gelassen. Weil die sieht man im Film und in der Bucht natürlich sowieso nicht. Kommt jetzt erstmal wieder weg. Denn wir müssen jetzt planen, wo die hinkommen. Die erste kommt eigentlich direkt hier vorne so hin. Ein bisschen schräg. So ungefähr. Direkt hier hinter die Erde. Da geht jetzt wahrscheinlich gleich alles kaputt, wenn ich die platziere. Der Winkel muss jetzt stimmen, weil wir haben 5 Stück insgesamt. Und wenn die erste nicht sitzt, dann wird alles schief und doof. Und jetzt müssen wir. Oh, hier unten habe ich auch noch einen kleinen Fehler drin. Guck mal hier. War das auch halb so wild? Ich werde die Mod übrigens jetzt noch nicht direkt hochladen, weil ich muss da noch einige Sachen verbessern. Aber sobald die dann bereit für euch ist, werde ich die euch natürlich auch zur Verfügung stellen, dass ihr die auch benutzen könnt. Wenn ihr dann auch mal das Ganze hier nachbauen wollt. Ich glaube, ich werde mal vom Winkel das ungefähr so platzieren.
Und das hier ist die Mosasaurus-Bucht bis jetzt. Wir müssen aber noch ein paar kleine Feinheiten natürlich machen. Einmal hier die Höhenunterschiede unter Wasser und sowas noch. Das muss auch noch alles geregelt sein. Ich glaube nämlich, dass es hier vorne in dem Bereich ein bisschen tiefer sein müsste. Weil im Film sieht man, dass der Moser hier ja auch untertaucht. Und dann werden ja diese Tribünen nach unten gefahren. Da gehen übrigens die Leute auch richtig drauf. Habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Also stellen sich wirklich Leute hin und gucken dann in das Mosasaurus-Becken rein. Werden später auch noch mehr Leute. Stellen sich aber leider nur auf die obere Etage. Aber trotzdem, ich denke, besser als nichts. Wäre natürlich cooler, wenn die sich hier auch hinsetzen würden. Aber das war leider nicht möglich. Ja, wie gesagt, diese Tribünen fahren runter. Deswegen glaube ich, dass es hier unten ein bisschen tiefer sein muss. Weil der Moser dort halt dann auch schon getaucht ist. Ich hatte mir tatsächlich sogar noch vorgenommen, eventuell den Hotelbereich in diesem Video anzufangen. Aber ich denke, ich bin jetzt erstmal mit der Mosasaurus-Bucht gut dabei. Ich habe ja auch schon einiges an Zeit investiert für die Mod. Also wirklich viele, viele Stunden, damit das soweit war. Bringt nämlich immer mehr Probleme mit sich, als man denkt. Aber das Gute ist, dadurch, dass ich mich momentan so viel und so gerne mit Modding beschäftige, werden dann zukünftige Mods mir um einiges leichter fallen, weil ich habe schon so viele Sachen herausgefunden, wie was funktioniert, wie man etwas leichter machen kann und wie man Zeit spart. Und wenn ich mal dann das nächste Gebäude oder irgendwas bauen möchte für Jurassic World oder irgendeine Mod erstellen möchte, habe ich es dann natürlich jetzt um einiges einfacher. Also Gebäudemods habe ich an sich noch nicht gemacht. Das Einzige, was ich halt schon jetzt gemacht hatte, war in dem anderen Parkbauprojekt das Aviarium. Und ja, das war natürlich ein bisschen leichter, weil da war es nur Käfig entfernen und dann ein bisschen Felsen und so hinmachen. Hier musste ich ja komplett das Gebäude neu formen. Das ist dann nicht immer ganz so einfach. Ich mache hier übrigens absichtlich so ein bisschen Sand noch hin, weil auf den Screenshots im Film spiegelt es da auch so ein ganz bisschen sandig. Aber es ist größtenteils felsig. Also deswegen wird da auch noch viel, viel Fels sein. Wäre halt, ich will gerne so eine Mischung da eigentlich hinkriegen. Wir könnten da auch noch ein paar so Felsen platzieren. Ich meine, die sieht man sowieso später nicht. Aber das macht ja nichts. Hier brauche ich keine mehr. Ich denke mal, so zwei Felsen reichen. Das sieht aber schon wie eine schöne Bucht aus. Ich denke mal, hier diese Strömung und sowas, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen besser werden, wenn ich gleich speichere und lade. Weil das ist, wenn man das Terrain bearbeitet, immer ein bisschen verbuggt hier, gerade vom Weiten. Aber es sieht doch schon schick aus und sieht auch aus wie die Mosasaurus-Bucht, oder? Ich finde, da sind wir wirklich nah ins Original rangekommen. Hätte ich nie gedacht. Und ich finde auch, dass die Galerie wirklich viel ausmacht. Das ist echt krass. Jetzt müssen wir aber noch Zäune unbedingt hier hinziehen. Nämlich in Bereiche, wo der Moser nicht hin darf. Das hatten wir ja hier auch schon so gemacht. Müssen wir jetzt hier einmal auch entlang ziehen. Natürlich unterirdisch an der Stelle. Ich denke mal, diese Unterwasserarbeiten und sowas, das werde ich wahrscheinlich alles dann mal auf Video machen. Muss jetzt nicht unbedingt im Video stattfinden. Und das macht wahrscheinlich auch erst Sinn, so als Feinschliff am Ende dann. So, jetzt haben wir doch ein schönes Gehege hier geformt. Die Frage ist natürlich jetzt auch noch Unterwasserfieder und sowas. Also ich weiß ja, dass er diesen großen Grasfieder hier hat. Aber das gefällt mir auch noch nicht so richtig. Ich könnte ihn zwar hier unter Wasser machen, so in der Art, aber man sieht es halt trotzdem. Vielleicht muss ich da auch nochmal irgendwie was modden oder so. Vielleicht kriegt man es ja irgendwie hin, dass da statt so einem Grasbüschel dann ein Hai oder sowas rauskommt oder irgendwie sowas in der Art, das mehr in den Film dann, oder zum Film dann passt. Weil ich bin mir da noch nicht sicher mit Fressen und Trinken. Weil ich glaube, ich kann auch in diesem Wasser kein Wasser platzieren. Klingt jetzt absurd, aber ich zeige euch das gleich. So, ich zeige es euch mal, was ich damit meine. Man kann ja zum Beispiel bei Takanyo kann man Wasser unter Wasser platzieren. Hier geht das Ganze nicht. Hier hebt er halt nur das Land an. Deshalb muss ich mir da auch noch was überlegen, wie ich schaffe, dass der Moser trinken bekommt. Aber ich würde sagen, ihr habt immer so coole Ideen. Deswegen könnt ihr auch vielleicht, wenn ihr eine habt,
das in die Kommentare schreiben. Bin jetzt nämlich auch gleich erstmal soweit fertig. Und auch zufrieden mit dem, was wir heute geschafft haben. Wir haben ja das absolute Highlight von der Jurassic World quasi erstellt. Mit dem Indominus Rex Gehege wahrscheinlich. Da kommt der riesige Moser. Dann werden sich gleich hier auch die Besucher mehr einfinden, dann zeige ich euch das mal. Sieht schon unglaublich cool hier aus, das Stück. Hier ist die Mosasaurus-Bucht. Dann hier vorne die Main Street. So nach und nach nimmt das ganze Form an. Boah, ist der riesig. Guckt euch das an. Der ist einfach so groß wie die Galerie. Es ist einfach insane. Oh, ich habe eine Sache vergessen abzustecken. Upsi. Das müssen wir auch noch schnell machen. Ich hoffe, das geht jetzt noch, wo der Moser drin ist. Hier mal drumherum. Weil sonst klettert der hier noch hoch. Das wollen wir natürlich auch nicht. Ich habe den übrigens da jetzt auch erstmal noch eingesperrt in dem Bereich. Dass er hier erstmal bleibt. Und ich hoffe jetzt auch, dass nach und nach sich jetzt hier noch Besucher einfinden. Und das Ganze auch sehen möchten. Wird wahrscheinlich auch erst später richtig der Fall sein, wenn dann noch weitere Dinos im Park sind. Der ist bis jetzt der einzige. Aber die stehen dann wirklich hier oben. Schauen dann auf den Moser herab. Die Viewing Gallery Mod hier werde ich natürlich auch noch für euch hochladen auf Nexus Mods. Allerdings ist die jetzt im aktuellen Zustand noch nicht so weit, dass ich die hochladen kann. Das heißt, es wird noch ein paar Tage dauern. Aber ich werde das dann auch nochmal für euch bekannt geben, keine Sorge. Dann könnt ihr das Ganze hier vielleicht auch mal nachbauen oder die Viewing Gallery halt auch für eure persönlichen Zwecke benutzen. Ich werde die wahrscheinlich bis dahin auch nochmal optisch ein wenig verschönern und anpassen. Ey, die Leute sind einfach verschwunden. Wollte ich gerade da ranzoomen. Aber ihr seht schon, ne? Die gehen hier schon drauf. Hier können dann teilweise auch 6, 7 Leute auf dem Ding oben drauf stehen. Dann sieht das Ganze auch viel belebter aus, als wenn jetzt hier nur so Einzelpersonen sind. Das sind jetzt zum Beispiel mal 3. Gucken auch wirklich schön dann hier auf das Becken. Da kommt dann der Hai lang gefahren und da unten wartet das Monster. Und ich würde sagen, falls ich das Ganze hier weiterführen soll, lasst es mich mit einem Like wissen. Ich werde jetzt nochmal ein paar Vergleichsbilder vom Film zu dem, was wir gebaut haben, einblenden für euch und wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.